Ja. Aber ein paar geht's dann schon so, geil, okay. Das Autobot, ein echter Tausendsacher. Oh, wer geht dieses Jahr alles aufs Bang Your Head? Auf dem Bang Your Head spielen dieses Jahr Immortal. Will ich unbedingt sehen. Und wer noch? D.A.D. Und wer spielt da noch? Except. Oh, Except, ja. Boss the Wall. Super Bang. Viel geiler ist der Heavy Metal Song, den ich geschrieben habe. Ich schrieb einen Heavy Metal Song in ihm. Ich schrieb einen Heavy Metal Song, doch er ging mir verloren. Er war gespickt von melodiösem Speed und klang ein bisschen so wie eine Mischung aus Slayer und Manowar, nur mit mehr Niveau. Der Staccato-Takt war richtig gut und der Refrain war ein Gewitter mit unglaublich langen Singalongs und Texten über Ritter. Die Zahl des Tieres kam auch nicht vor, ich hatte Zauberer erwähnt. Ich schrieb einen Heavy-Metal-Song und weiß nicht mehr, wie er geht. Nach der dritten Strophe war ein Gitarren-Solo dran. Es wurde bis zum Pflanzenbund gespielt und war fast 2 Stunden lang. Der Stil des Liedes war symphonisch und erzeugte Atmosphäre. Porzelle wäre stolz, wenn er der Autor gewesen wäre. Oh, ich hab noch was vergessen. Ich schrieb einen Heavy-Metal-Song, er fällt mir einfach nicht mehr ein. Wenn ihn jetzt irgendjemand anders singt, ja, dann fänd ich das gemein. Es regt mich auf, dass mein Langzeitgedächtnis nicht mehr so weit reicht. Als nächstes schreibe ich einen Ska-Punk-Song, den vergisst man nicht so leicht. Das war's! Habt ihr noch Bock?